Hallo liebe Freunde und Freunde der Brettspiele, ich bin André und ich habe heute zwei ganz besondere Gäste bei mir, und zwar Elke und Marcel. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid, und wir werden heute über unsere, ja, vermuteten Highlights, muss man ja auch sagen, zur Spiel 2024 sprechen. Es kommen wieder ganz, ganz viele tolle Spiele raus, und ja, wir haben uns es heute vorgenommen, ein paar Spiele davon rauszusuchen und euch ein bisschen zu erklären, worum es dabei geht, aber vor allem, warum wir uns auf diese Spiele ganz besonders freuen. Und das ist uns tatsächlich gar nicht so leicht gefallen. Wir haben jeder und jede 4 Titel, die wir so kurz nennen, und 4 Titel, wo wir dann etwas länger drauf eingehen wollen und die wir so ein bisschen besprechen werden. Und ja, da haben wir schon festgestellt, das ist gar nicht so leicht. Aber kommen wir erstmal noch zu meinen Gästen, weil ihr wart ja jetzt noch nicht bei mir, zumindest auf dem Kanal. Wir haben zwar schon sehr viel miteinander gezockt, aber ja, stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor. Ich meine, grundsätzlich, wenn ich jetzt nicht überzeugter Antifaschingst wäre, könnten wir hier fast auf 3 gestürmt sein. Was willst du machen? Ja. Willst du anfangen, Chat zu malen? Kann ich machen. Also, ich bin Elke. Wurde ja schon mehrfach auch erwähnt, möglicherweise, weil wir gelegentlich ja zusammen spielen oder häufiger. Ja. Genau. Ich bin ursprünglich gar nicht aus Baden-Württemberg, sondern auch so eine Neigeschmeckte quasi, wohne jetzt aber schon sehr lange hier und habe in dieser Konstellation irgendwann Marcel kennengelernt, und der hat mich zum Brettspielen gebracht, weil ich hatte da früher gar nicht so einen Bezug dazu, aber gerade so in der Corona-Pandemie haben wir super viel zu zweit gespielt, und dann, ja, hat sich das so entwickelt. Ich bin Marcel. Wir haben irgendwann den André bei einem Dienstags-Spieletreffen kennengelernt. Bei Come Together war das, glaube ich. Ne? Das, haben wir, das kann sein, ja. Haben wir uns, glaube ich, auch direkt danach bestellt. Also der Eindruck war ganz gut, obwohl ich Haus auch verloren habe. Das konnte ich zum Glück. Ich habe gewonnen. Genau, und der Philipp hat sich noch beschwert, dass ich so knallhart durchgezogen habe. Genau, manchmal hat der Philipp durchaus recht. Ne? Das will man machen. Ja, ich bin auch schon eine ganze Weile in Stuttgart. 2013. Spiele auch schon ewig. Ich war mal Jugendheim-Betreuerkind in der harten Katan-Phase. Hatte einen sehr risikospielerlastigen Freundeskreis. Herr der Ringe-Risiko war so das erste Spiel, wo ich dachte, oh cool, da passiert da mal ein bisschen mehr. Inzwischen habe ich gelernt, dass es noch ein bisschen mehr gibt. Ja, da kommen wir ja gleich zu. Großartig. Also ihr merkt, ja, schon 3 erfahrene Spielerinnen und Spieler hier am Tisch, und wir zocken wirklich ziemlich häufig miteinander. Eigentlich jede Woche. Ja. Also, ja. Solange nicht irgendwer gerade im Urlaub ist oder so. Ja, treffen wir uns immer irgendwo an irgendeinem Brettspieltisch. Genau, und ja, wie gesagt, ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Und ja, wir fangen jetzt erstmal an mit ein paar Honorable Mentions, also ein paar Spielen, die wir wirklich nur kurz erwähnen wollen. Und da gehen wir tatsächlich einmal von euch aus gesehen von rechts nach links durch, also Ladies first. Ja. Elke, welche Spiele hast du da so ein bisschen auf der Longlist? Ja, also ich habe schon relativ häufig angeteasert inzwischen. Ich habe Pixies mir vor kurzem schon zugelegt. Das ist meine Honorable Mention Nummer 1. Ich dachte, die kriege ich erst auf der Messe, aber wir haben die kürzlich in Friedrichshafen schon im Seetroll gefunden, und dann musste ich sie direkt kaufen, und zu Recht. Also wir haben jetzt schon, weiß ich nicht, 15 Partien gespielt, seit ich das Spiel gekauft habe, weil das einfach so flott runtergeht. Es hat ein total cooles Artwork und ja, passt immer so auf einen kleinen Tisch auch drauf, von daher genau, ist das immer dabei. Als zweites habe ich Far Away, weil das jetzt endlich auf Deutsch erscheint. Nachdem wir es, ich glaube, im Mai gespielt haben mit der französischen Version. Im Grunde ja egal, weil es sprachneutral, aber wenn man nicht jemanden hat, der die französische Anleitung versteht, ist es halt schwierig. Ja. Genau, deswegen finde ich es cool, dass das jetzt auf Deutsch erscheint. Wollte das deswegen nochmal erwähnen. Dann habe ich als drittes Rajas Cards and Karma. Also Rajas of the Ganges. Rajas of the Ganges. In der Version. Genau. Genau, und genau zu diesem Rajas of the Ganges ist jetzt quasi ja die Kartenspielversion erschienen, nachdem es ja schon ein Würfelspiel gibt. Mhm. Und ich muss zugeben, ich kenne nur das Würfelspiel. Ich habe das Große noch gar nicht gespielt, Marcel schon. Einmal. Und ich mag das Würfelspiel und bin sehr gespannt, wie das in der Kartenversion umgesetzt ist, denn das sah auch sehr cool aus. Irgendwie. Oh. Hat mir gut gefallen. Okay, also das Würfelspiel habe ich tatsächlich auch ganz, ganz viel schon gespielt. Das finde ich auch richtig gut. Ich finde es tatsächlich sogar ein bisschen besser als das Große, weil es das Ganze einfach so ein bisschen runterkondensiert und genau das übrig ist, was so richtig Spaß macht, finde ich. Genau, vielleicht ist das ja dann beim Kartenspiel ähnlich. Von daher auf jeden Fall ein Blick wert, finde ich. Und das vierte, was ich habe, ist Tea Garden. Das so einen interessanten Mix aus Deckbuilding, Worker Placement und so einem Ressourcenmanagement zum Thema Tee bietet. Und ich bin
Teetrinkerin und finde das deswegen irgendwie interessant. Allerdings ist es nur in die Honorable Mentions gerutscht, weil ich fand es optisch von den Videos, die ich gesehen habe, nicht so hundertprozentig überzeugend. Deswegen muss ich es mir erstmal genauer angucken, um zu sagen, okay, hopp oder top. Aber es ist auf jeden Fall hier gelandet, weil ich es finde super interessant. Ja, also Thomas Scholleck, der Autor, hat ja dieses Jahr auch gleich drei Spiele, die eigentlich irgendwie alle interessant sind. Okay. Das ist der Wahnsinn, ne? Also, wobei, das, er ist nicht der Einzige. Also auch Dani Garcia hat dieses Jahr auch drei neue Spiele gleich dabei, die alle interessant klingen. Also es wird wieder ein gutes Spielejahr. Ja, glaube ich auch. Marcel, was hast du für uns mitgebracht in der Longlist? Ja, wie immer, wenn man kein Französisch spricht, fragt man sich ja, wie spricht man die Spiele wirklich aus? Also Bruno Catala, da fängt es schon an. Bruno Catala. Sag ich immer. Okay, also hat ein schönes kleines Spiel namens, vielleicht, Solstice, ist das erste Sturm, man weiß es nicht. Die deutsche Version heißt auch Solstice, genau, insofern, gehen wir mal davon aus. In meiner Recherche bin ich darüber gestolpert, dass es das auch schon auf Boardgame Arena gibt, was dann direkt zu 10 Partien am ersten Tag geführt hat, an einem ruhigen Nachmittag. Okay. Ist ein schönes kleines Plättchen-Auslegespiel, wo die Plättchen insgesamt einen gesamten Berg bilden. Man spielt das zu zweit und legt Plättchen aus und baut sich dann, will dann quasi einen Weg diesen Berg hoch und möglichst viele verbundene Teile. Aber es gibt noch so Geister als Spezialaktion, die nochmal irgendwas machen. Also ein schönes kleines Ding, gerade auf Boardgame Arena eine Riesenempfehlung. Ich bin gespannt, wie das bis auf dem Tisch funktioniert, weil jedes Plättchen hat seinen festen Platz. Ohne eine Playmat weiß ich noch nicht genau, ob man das wirklich, also probiere ich auf der Messe mal aus, aber bei so vielen Partien ganz kleines Ding werde ich sicherlich einfach einpacken. André teasert gerne mal an, dass wir Niederlande-Fans sind, weil wir da auch ständig Urlaub machen. Und da musste ja irgendwas da auf die Liste, was dazu passt. Grachtenpand ist ein Spiel, in dem man quasi so eine Häuserfront in Amsterdam auslegt. Das heißt, man baut Shops unten, legt dann Etagen drauf. Wenn das vierte Dach von irgendjemandem oben auf die Häuser draufgelegt wurde, also auf seine persönlichen Häuser, endet das Spiel. Und man versucht dann, die Aufträge, die auf den Shops stehen, möglichst gut zu erfüllen und dabei viele Punkte zu machen. Der Grafikstil erinnert mich ein bisschen an... Five Towers, genau. Ja, ja, habe ich auch gedacht. Geht da eine schöne... Also super hübsch, gucke ich mir auf jeden Fall auf der Messe an. Kleiner niederländischer Verlag. Und es gab einen Amsterdam Boardgame Design Wettbewerb, da war das irgendwie mit drin und da gab es einen Kickstarter und da ist es irgendwie rausgefallen. Okay. Worüber man bisher noch gar nicht so viel weiß, es sei denn, man ist Boardgame Arena Alpha-Spieler, was ich bisher noch nicht bin, ist The Yellow House. Das ist von den Machern von Jekyll und Hyde und da spielt man zu zweit eine Debatte zwischen Gauguin und Van Gogh. Ach das. Ja, ja, genau. Super hübsch. Ist auch wahres Eye-Candy. Also das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, ob da auch spielerisch was hintersteckt. Bei den Machern habe ich da allerdings echt große Hoffnungen. Und wo wir gerade bei hübschen Spielen sind, was ich auch ursprünglich mal vor dieser Messe gedacht habe, dass es vielleicht auch das ist, wo ich mich am meisten drauf freue, ist das Unbewusste, also Unconscious Mind, wo wir Freudianer spielen. Kann man so sagen, ja. Genau, die Patienten therapieren, die Traumanalyse machen, ne? Die Traumanalyse machen. Und es könnte das vielleicht das schönste Spiel aller Zeiten werden, wer weiß es genau. Aber es ist halt von Andrew Bosley und Vincent Dutray und auch von, wie hieß der? Der Designer von Planet Unknown. Also da kommt eine ganze Menge ein hübschen Ding zusammen. Und weil man sich gedacht hat, drei Artist-Designer. Yoma ist nämlich auch einer der Autoren. Und da sind es nämlich vier an der Hand. Mhm. Und das Spiel hat eine wahnsinnige Menge an Mechanismen, sodass sogar der ein oder andere YouTuber da ins Schwitzen kam und sich gedacht hat, puh, das ist aber ganz schön viel. da bin ich halt, ich spiele jetzt nicht so wahnsinnig viele Expertenspiele. Also wir spielen super gerne Arche Nova. Und da wählt man sich die Expertenspiele, wenn man in diese Kategorie geht, schon mal einzeln aus. Und da die Messe jetzt auch nicht der perfekte Ort ist, um so ein 3-Stunden-Spiel auszuprobieren und den perfekten Eindruck davon zu kriegen, bin ich froh, wenn ich das irgendwann mal mir auf dem Tisch angucken kann, in aller Ruhe spielen kann und dann für mich anschauen kann. Aber das ist so ein, also schon sehr interessant, aber ich kann mir noch nicht, ich finde es schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich ein Hit ist, den wir uns alle erhoffen oder einfach nur ein wunderschönes Spiel mit okayem Unterbau. Wir werden sehen. Ja. Ja.
So, ich habe für die Longlist mitgebracht zum einen Beyond the Horizon, der Nachfolger von Beyond the Sun. Diesmal ein Zivilisationsspiel im Grunde genommen. Also diese Mechanismus für die Technologien, der ist immer noch da, wie bei Beyond the Sun. Aber es ist wohl doch nochmal eine ganze Ecke komplexer. Es kommt eine neue Ressourcenart dazu und man erkundet auch so eine Landkarte. Halt so ein bisschen typisch für Zivilisationsspiele. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Kommt dieses Jahr erstmal nur die englische raus. Es wird da ganz bestimmt eine deutsche Version von geben, da bin ich sehr sicher. Aber auf jeden Fall eine sehr coole Zusammenstellung an Autoren, die da dabei sind. Und da bin ich sehr sicher, dass das ein cooles Spiel wird. Dann Dorfromantik Sakura, wo du gerade schon vorhin den Seetroll erwähnt hast. Der Michael Palm ist ja der Betreiber vom Seetroll und ist halt hier bei Dorfromantik Sakura natürlich wieder als Autor mit dabei. Sehr, sehr netter Mensch und ich freue mich mega auf das Spiel. Das ist für mich einfach so ein No-Brainer beim Kaufen. Also mir hat Dorfromantik hat mir schon riesig viel Spaß gemacht und jetzt noch mit Japan-Thema. Besser kann es ja fast nicht. Gibt es Plättchen mit Katzen? Das werden wir sehen. Das ist ja ein Thema dieses Jahr auf der Messe. Alles mit Katzen. So, dann Draft and Ride Records. Das habe ich bei Board Game Arena schon hoch und runter gezockt. Ich werde mir das zu 100% auch dann in der physischen Version holen. Das ist halt ein Flip and Ride, aber auch ein bisschen Draftspiel, bei dem es halt um die Musikbranche geht im Grunde genommen. Man gründet eine Band, man heuert verschiedene Bandmitglieder an, man geht auf Tour, man macht Singles und Alben und ja, ansonsten ist es aber sehr typisches Flip-and-Ride-Spiel, sage ich mal, wo man halt Sachen ankreuzt und Zahlen einträgt und Boni einsammelt. Macht mir riesig viel Spaß und thematisch ist das auch richtig cool. Ja, und was ich halt auf jeden Fall auf die Longlist setzen musste, ist natürlich das neue Spiel von Vladimir Suri. Resafa dieses Mal. Es geht in die Region des heutigen Syrien, wo man halt als Händler unterwegs ist, aber auch Gärten anlegt. Und das klang wieder sehr, sehr spannend mit Multi-Use-Karten, also Karten, die verschiedene Sachen drauf haben, die man an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich einsetzen kann. Und Vladimir Suri geht ja immer. Ja. Der enttäuscht nicht eigentlich. Genau, und das waren jetzt auch schon unsere Honorable Mentions, wenn ich nichts vergessen habe. Nein, das sieht gut aus. Dann kommen wir jetzt tatsächlich zu unseren vermuteten Highlights. Und wir gehen jetzt tatsächlich einfach von unten nach oben vor, also unser vierter Platz jeweils, und gehen da einmal durch, dann der dritte, der zweite und was wir vielleicht vermuten, was so das Beste sein könnte. Oder aber wie gesagt, es ist uns wirklich schwer gefallen, da die Auswahl zu treffen, weil es gibt viele tolle Spiele. Mhm. Also tatsächlich ist meine Liste der Spiele, die ich wirklich richtig gut oder richtig interessant finde, ob man die richtig gut finden wird, das sieht man ja erst danach, ist tatsächlich gar nicht so lang wie vielleicht manchmal schon in den Vorjahren. Aber das kommt nach, glaube ich, auch ein bisschen mehr mit der Erfahrung, dass man so manchmal schon sagt, da verspreche ich mir jetzt vielleicht noch nicht so viel von. Ja. Aber ich glaube, die vier Sachen, die wir uns jetzt jeweils rausgesucht haben, das könnten alles richtig coole Sachen sein. Ja. Und wir fangen natürlich wieder an mit der Elke. Ja. Was ist dein vierter Platz heute? Also mein vierter Platz sind die Quacksalber von Quedlinburg, das Duell. Ist auf der Liste gelandet, obwohl es ja schon ein bisschen länger draußen ist, aber zur letzten Messe gab es das ja noch nicht. Deswegen ist es ja noch eine Neuerscheinung irgendwie. Wir haben den Quacksalber von Quedlinburg, dieses Grundspiel, selber nicht, sondern ein guter Freund von uns und finden es beide aber total spannend. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, wenn da jetzt ein Zwei-Personen-Spiel rauskommt, dass man sich das dann eher anguckt als die ursprüngliche Variante sozusagen, wenn die schon jemand hat im Freundeskreis, wo man sie mitspielen kann. Und wenn ich es richtig sehe, ist hier quasi dass der Mechanismus ein kleines bisschen anders. Also man zieht immer noch Sachen aus einem Beutelchen und ich bin ein totaler Fan von Backbuilding. Also ich bin ja auch bekennende Wonderlands War-Fanatikerin. Ich liebe dieses Spiel wirklich, weil ich diesen Mechanismus so cool finde und das mag ich auch bei Quacksalber halt so. Es gibt aber noch weitere Sachen. Also es geht nicht nur darum, wir ziehen Sachen aus einem Kessel und explodieren oder nicht, sondern man muss halt dann zusätzlich auch noch irgendwie Patienten heilen und auf einer oder von sich überzeugen und da gibt es verschiedene Mechanismen, die da noch mit reinspielen und da kommt halt noch mal ein bisschen mehr dazu, was, glaube ich, diese Duell-Variante irgendwie unterstreicht. Und ja, optisch ist es halt wieder, finde ich, ziemlich hübsch geworden. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir anschauen möchte. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das tatsächlich, also weil das ist ja eigentlich schon ein recht einstiegsfreundliches Spiel, also das die Quacksalber von Quedlinburg. Ja. Da wundert es mich jetzt tatsächlich gerade, wenn ich hier sehe, die
Dauer soll so 45 bis 60 Minuten auch in der Duellvariante sein. Das fand ich erstaunlich, dass das doch relativ lang sein kann. Ja. Für zwei Spielerspiele ist es relativ lang. Ja, ne? Ja, das ist, weil man halt die Patienten so in seine Richtung bringen will, auf so einer Leiste, und der andere kann aber entgegenhalten und den wieder zu sich zurückziehen. Und bis man dann den Patienten mal von, also einer von beiden quasi überzeugt hat, kann das, glaube ich, eine Weile dauern. Deswegen kommt, glaube ich, die längere Spielzeit irgendwie zustande. Naja. Okay. Gut, sind wir mal gespannt. Ihr werdet mir bestimmt berichten. Auf jeden Fall. Es könnte eine schöne Gelegenheit sein, da wir fahrlässigerweise es verschenkt haben, statt es uns selber zu kaufen. Ja. Jetzt hier wenigstens etwas eine Variante davon, mal selber spielen zu können. Mhm. Marcel, was hast du auf Platz 4? Und wo du gerade sagst Wonderlands War, einer der Designer davon, Tim Eisner, der hat jetzt auch zwei Naturthemen. Spiele am Start. Mhm. Ich habe mich jetzt für Herbstlaub entschieden, weil ich das schon länger im Auge habe, aber auch für es gibt eine neue Version von Baumkronen, wo ich auch mal gespannt bin, wie sich das entwickelt. Aber blicken wir mal auf Herbstlaub, denn da legen wir einen Waldboden aus, und es gibt Teile, die geformt sind wie Blätter, also schön, was man in heutigen Laserdruckzeiten oder Laserschneidzeiten alles so an Material bauen kann, diesen wunderschönen Waldboden zu ergeben. Man muss immer die Felder anlegen, und an den Spitzen, wo sich die Blätter berühren, löst man quasi auf den schon liegenden Blättern die Aktionen aus, die darauf abgedruckt sind. Und das klingt nach einem schönen Puzzle und ist natürlich gerade dann für die Messe, für den Oktober irgendwie, klingt das nach dem perfekten Fit. Saisonal passt das natürlich perfektes super. Perfektes Herbstthema, ja. Genau, hübsch aussehen tut es auf jeden Fall. Achso, das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen. Zu allen Spielen, die wir erwähnen, findet ihr natürlich den Boardgame-Geek-Link auch in der Videobeschreibung, falls ihr euch dann nochmal Bilder zu anschauen wollt oder auch gucken wollt, ob es da vielleicht irgendwie schon ein Einzelvideo zu gibt und so. Da könnt ihr dann auf jeden Fall immer mal nachschauen. Ja, ich habe mir das damals, als das kam ja, glaube ich, auch irgendwo ins Crowdfunding, wenn ich mich nicht völlig irre, also auf Deutsch auf jeden Fall war es bei der Spieleschmiede, fand ich das auch ganz hübsch, aber da klingt ja schon so, als würdest du dir das mitnehmen. Und die Chancen stehen sehr gut. Was ich da auch sehr vorbildlich finde, woran man sich der ein oder andere nochmal orientieren könnte. In diesem Spiel sind irgendwie ganz viele kleine Schachteln drin, wo man alles wunderbar einsortieren kann, die dann in der großen Schachtel drin sind. Also eine schöne Variante. Eine schöne Alternative zu den klassischen Club-Inserts oder so. Oder Tütchen. Ja, die brauchen wir alle nicht mehr so. Nee. Genau. Ja, ich habe auch zu Beginn jetzt erstmal ein kleines Spiel dabei, das mich aber jetzt auch tatsächlich auf Boardgame Arena schon dolle begeistert hat. Oha. Und zwar Castle Combo. Ja. Ein Spiel, wo, also es gibt ja mittlerweile, ist ja schon fast ein eigenes Spielegenre geworden. Ein Spiel, wo man ein 3x3 Kartenraster baut und dann versucht, das irgendwie durchzuoptimieren. Was? Und ja, genau. Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Ja. Und bei Castle Combo haben wir halt so ein sehr, sehr lustig aufbereitete Mittelalter-Optik. Und wir holen uns da nach und nach halt insgesamt 9 Karten aus der Ober- und Unterstadt, also oben so ein bisschen die Adligen und höher gestellten Leute und dann halt unten dann halt eher so Bauern und einfache Handwerker und Soldaten. Und die haben halt alle unterschiedliche Eigenschaften, also irgendwelche Symbole, die sie mitbringen. Und dann geben sie einem entweder sofort ein paar Münzen oder die Schlüssel, die einem so ein bisschen flexibler machen. Mhm. Und schauen dann halt, okay, welche Symbole liegen neben mir? Oder sind das Leute aus der Ober- oder Unterstadt? Also da gibt es tatsächlich viele verschiedene Möglichkeiten, mit denen man da Punkte machen kann. Und das sehr, sehr schönes, witziges Spiel. Ich glaube, das könnte ein richtiger Filler-Klassiker werden, weil das ist wirklich so ein Ding, das spielst du wahrscheinlich, nachdem du es das erste Mal gespielt hast, in 20 Minuten runter. Und das sieht wirklich sehr, sehr nett aus. Also das ist so Titel auch einer, wo ich zuerst so ein bisschen drüber geflogen bin, weil ich also fast die Illustration ein bisschen zu exzentrisch fand, aber jetzt noch so einigen Partien fand ich das doch sehr gut. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal mitnehmen. Gibt es jetzt auch erstmal nur auf Englisch oder beziehungsweise offiziell sogar auf Französisch eher, aber es gibt auf jeden Fall die englischen Regeln mit dabei und da kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, dass das ein Spiel ist, was es dann auch bald in der deutschen Version geben wird, weil es einfach, glaube ich, mega nettes Ding ist. Ja. Im Original, glaube ich, Chateau-Kombo oder wie auch immer die Kombo sich da ausbildet. Aber war Chateau und das war dann die gleiche Alliteration. Das ist natürlich eine schöne Sache. Okay, gut, ja. Genau. Aber da hat sich ja meine Nachfrage, du André, hast du dir das schon mal angeguckt? Das könnte ganz nett sein. Hat ganz gut gefruchtet. Also, ja, genau. Schön. Okay, dann kommen wir auch schon zum dritten Platz hier quasi und die Ecke liegt wieder los. Ich habe ein Musikthema auf Platz 3. Und zwar etwas, was ja nicht so richtig in die, oder es geht so ein bisschen in die Richtung von dem
Draft and Write Music, Records. Draft and Write Records, genau. Hat aber auch so ein bisschen irgendwie so Come-Together-Vibes, finde ich. Also, nachdem wir das ja auch schon mit angesprochen haben, irgendwie passt das mit da rein. Und zwar ist die Rede von Rock Hard 1977. Wir sind ein Künstler, eine Künstlerin, der oder die versucht, erfolgreich zu werden. Man hat einen Manager, man muss sich Bandmitglieder irgendwie anheuern, man muss irgendwie versuchen aufzutreten, Songs zu schreiben natürlich, ist ja auch ganz wichtig als Musiker. Stumm auf der Bühne stehen ist nicht so... Genau, ist nicht so cool. Und da gibt es halt verschiedene Mechanismen, die man im Laufe des Tages sozusagen machen muss. Also man muss möglicherweise am Anfang auch noch arbeiten gehen, weil man ja noch nicht Vollzeit Musik machen kann. Genau, und dieses Aufbauen einer Karriere ist quasi der Inhalt des Spiels. Und es verbindet halt durchaus Elemente von Worker Placement, aber auch von verschiedenen Boni, die man sich einsammeln kann. Und ja, also gibt es irgendwie eine ganze Menge und ich finde, es sieht total toll aus. Das Thema ist großartig. Ich liebe Musikthemen in Spielen. Kann man echt nichts machen. Das Einzige, was für mich so ein Thema ist, ich bin mir unschlüssig, wie viel englischer Text auf den Karten ist. Das ist für mich immer so ein bisschen so ein Thema. Wenn ich versuche, in ein Spiel reinzukommen und dann ist zu viel englischer Text, dann beschäftigt mich das Lernen oder das Verstehen der englischen Texte mehr, als dass ich das Spiel spiele. Und ich habe zwar jemanden, der mir immer die englischen Anleitungen liest, aber man muss ja dann halt beim Spielen, wenn zu viel englischer Text ist, genau. Das ist das, was ich mir auf jeden Fall angucken muss. Ansonsten ist das für mich schon fast auch ein ziemlich safer Kauf. Also was ich spannend an dem Spiel finde, ist, dass es ja wirklich von einer Rockmusikerin auch entwickelt wurde, von Jackie Fox, war Bassistin bei den Runaways eine Zeit lang. Das ist ja auch ganz tragisch gescheitert und also auch sie hat in der Branche auch ganz schlimme Erfahrungen selber gemacht. Ja. Aber das Spiel an sich, finde ich, sieht auch sehr, sehr cool aus. Also gerade auch thematisch und ich glaube, man hat auch auf dem eigenen Board hat man so Drehknöpfe wie an so einem Mischpult. Ja, die man auf 11 drehen kann. Okay, sehr schön. Da sind Musiker-Gags schon alle drin. Genau. Ja. Kann ich mir auch kaum vorstellen, dass es dafür nächstes Jahr nicht eine deutsche Version geben wird, weil also der Hype um das Spiel war jetzt gerade nochmal mehr vor der GenCon als jetzt, aber einfach riesig. Einfach weil von einer tatsächlichen Musikerin und ja, glaube ich, schon ein ganz cooles Spiel. Für mich ist tatsächlich das große Fragezeichen, wie heftig ist tatsächlich das Zufallselement? Weil das habe ich zumindest bei Rado, einem meiner Lieblings-YouTuber, schon mitbekommen. Für ihn war das so ein Grund, warum er und seine Frau gesagt haben, so ist am Ende leider doch nicht unseres, weil halt immer mal wieder so Events dazwischen kommen können, die dann halt sagen, ja, nee, du kannst den Auftritt, den du jetzt über 3 Runden vorbereitet hast, nicht machen. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. So, also bei so Spielen, die irgendwie eine halbe Stunde dauern und nicht kompliziert sind, finde ich das nicht so schlimm. Aber wenn man dann so anderthalb Stunden bei einem Spiel sitzt und sich immer wieder strategisch Gedanken macht, was mache ich denn jetzt? Und dann kommt auf einmal die Karte Edge, dann... Dann ist es schwierig. Ja. Aber thematisch, ich finde das auch mega gut. Also das und sieht cool aus. Also insofern, Devir bekommt es auch tatsächlich hin, immer wieder richtig coole Spiele auch, da sich rauszusuchen. Ja. Genau. Insofern bin ich da auch gespannt, das mal mit auszuprobieren. Da kommen wir vielleicht gemeinsam hin. So, Marcel, du hast tatsächlich auf Platz 3, glaube ich, einen Titel, den ich auch in meine Liste genommen hätte, wenn du ihn nicht schon gehabt hättest. Es hätte auch auf Platz 1 sein können. Also es reizt mich auch sehr, wo du gerade sagst, Rado, das hat ihm super gut gefallen. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Also eine ganz gute Quote. Spectacular von den Svenssons. Ist auch ein relativ flottes Spiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hat einen ganz spannenden Drafting-Mechanismus. Also es verbindet direkt viele schöne Dinge, die man so mag. Also als Burgen von Burgund-Fan ist Dice Placement ja eh immer eine schöne Sache. Es hat ein Naturthema, denn dieses Spectacular bezieht sich darauf, dass wir Wachtürme oder so ausgucken. So Beobachtungstürme. Genau, Beobachtungstürme haben in einem Reservat mit verschiedenen Tieren und wir wollen natürlich mit Tieren möglichst viele Punkte einsacken, wie sich das gehört. Und dabei haben wir dann immer ein kleines Draftboard, auf dem Plättchen und Würfel liegen und wir haben eine eigene Auswahl daraus. Wir platzieren immer aus der eigenen Auswahl und von den persönlichen Draftboards etwas und müssen danach unser Draftboard an den nächsten Spieler weitergeben. Sodass wir, wenn wir Glück haben, die Dinge, die wir auch noch im Auge haben, vielleicht später wiederbekommen. Aber wie das mit Gegenspielern so ist, die sich immer die gleichen Sachen aussuchen wollen wie man selbst, muss man dann natürlich ein bisschen planen. Was ist mir am wichtigsten? Könnte ein richtiger Volltreffer sein. Da habe ich auch sehr, sehr große Hoffnung drauf. Also ich bin ohnehin großer Fan der Svenssons. Also zumindest einer von ihnen kommt auch irgendwo nochmal auf der Liste heute.
auch sehr nette Typen. Also so ein bisschen skandinavisch zurückhaltend, wie man das so sich so vorstellt. Aber ich habe mich mit denen schon ein paar Mal unterhalten und ich promote sehr gerne ihre Spiele, also aus mir heraus. Weil also Come Together finde ich großartig, aber auch Riverside und Spectacular, ja, das kommt bei ihnen in ihrem eigenen Verlag sozusagen, bei Chili Fox Games. Mhm. Und das ist für mich auch auf jeden Fall ein absoluter Must-Have-Titel. Also da bin ich sofort dabei. Wenn es verfügbar ist, wenn wir hinkommen, wird es angedacht. Genau, und ja. Tatsächlich kann das, also ich glaube, sie geben es mit 30 Minuten an, wie man spielen kann. Allerdings liegt das schon wo so ein bisschen auch daran, wie kompetitiv man spielen will, weil grundsätzlich könnten eigentlich alle gleichzeitig spielen, aber wenn man die ganze Zeit guckt, was sind wir denn jetzt, dann könnte es ein bisschen dauern, weil man könnte dann auch tatsächlich sagen, nee, okay, wir machen immer, einer macht seinen Zug, der nächste macht den Zug und so weiter. Wenn man tatsächlich sagt, alle machen gleichzeitig, dann geht es, glaube ich, ziemlich fix. Und dafür soll es wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel sein. Also, falls euch das interessiert, schaut auf jeden Fall mal in das Playthrough von Rado rein. Also, der hat das, glaube ich, da wirklich auch sehr gut vorgeführt. Der hat sich sogar eine Hausregel ausgedacht. Also, cool. Okay. um gegen das Spionieren vorzugehen. Das Spionieren. Naja, wenn du... Es ist ja super interessant, was kommt da noch auf dem Draftboard, wenn du immer es abwartest, was macht denn mein Gegner jetzt? Ja, klar. Das kann das Spiel ein bisschen aus dem Rhythmus bringen und halt auch diese Downtime wahnsinnig nach oben schrauben. Ja. Plus du bist natürlich, hast mehr Informationen und eigentlich schon besser, wenn du das gleichzeitig spielst, dann kommt es, glaube ich, so richtig zum Tragen. Ja. Aber ja, schönes Ding. Gut, dann kommen wir mal zu meinem dritten Platz und tatsächlich ein Zwei-Personen-Spiel. Ich hab hier ein Brettspielpärchen am Tisch sitzen, aber ich habe trotzdem noch ein Zwei-Personen-Spiel dabei. Und zwar Herr der Ringe, Duell um Mittelerde. Von den Altmeistern Antoine Bozard und Bruno Catala, die ja auch tatsächlich schon Seven Wonders Duel gemacht haben. Kein Problem. ihr seht, wir haben Spaß miteinander. Die halt auch schon Seven Wonders Duel gemacht haben. Und das Spiel basiert auf Seven Wonders Duel. Also man hat diese klassische Kartenpyramide, die man so kennt. Und man wechselt sich halt immer ab. Man nimmt eine Karte, tut in eine Auslage und macht das, was die Karte halt so kann. Allerdings geht es halt hier darin, dass man quasi die freien Völker Mittelerdes gegen die Bedrohung von Sauron spielt. Und ja, wie tatsächlich auch in der Buch- und Filmvorlage wollen wir den Ring zerstören, wenn wir die freien Völker Mittelerdes spielen. Oder als Sauron Frodo und Sam schnappen oder per Krieg gewinnen. Und das sieht mega spannend aus. Seven Wonders Duel, einfach eins der besten Zwei-Personen-Spiele überhaupt. Und ja, das jetzt mit diesem Herr-der-Ringe-Thema. Und cool. Und dann auch noch von Vincent Dutrey illustriert. Ja, okay. Meine Güte, großartig. Da ist ja wieder alles drin. Ja, da ist alles drin. Also da kann ich schon fast nicht mehr zu sagen. Es ist absolut großartig. Da freue ich mich riesig drauf. Gerade halt auch, wo ich habe jetzt tatsächlich auch so ein bisschen, glaube ich, nachdem ich mir das Spiel angeschaut hatte, habe ich mal wieder Herr der Ringe durchgeguckt und jetzt läuft ja auch gerade die zweite Staffel Ringe der Macht. Da kann man sehr geteilter Meinung drüber sein, wie man die Serie findet. Das weiß ich, aber insofern, auf das Spiel freue ich mich riesig. Das kommt auf jeden Fall mit. Ich dachte, du hast überlegt, wen du an den Stuhl fesselst, damit er das immer mit dir zusammen spielen muss. Da fallen wir. Also ich glaube, das Problem habe ich nicht. Nee, also der Olli ist ja auch ein großer Herr-der-Ringe-Fan, also sehr viel größer als ich. Also der weiß auch sehr viel mehr und der kann auch das Silmarillion auswendig, habe ich das Gefühl. Insofern... Da würde sich auf jeden Fall jemand finden. Okay. Ja, genau. Da habe ich keine Bedenken. Bei diesem Thema gibt es ja eine wahnsinnige Bandbreite an Spielen. Ich hatte da mal so zwei noch in meinem Giftschrank liegen und hatte mich gefragt, was sind das eigentlich für Spiele? Hatte sie mir angeguckt, habe gesehen, die die Board Game Geek Bewertung lag, glaube ich, unterhalb von 5. Da wurden die mal ganz schnell verschenkt. Die Herr der Ringe Spiele. Nachbarskinder, die Herr der Ringe Spiele, ja, genau. Gibt aber auch wahnsinnig gute, also der Ringkrieg ist immer noch was ich mir irgendwann nochmal angucken will. Und ich bin gerade auch jetzt mal wieder dabei, den Herrn der Ringe wieder zu lesen, weil ich über den Stay Forever Spiele Podcast, über die Welt von Mittelerde, über den Tolkien Podcast gestolpert bin, der das Buch liest, kapitelweise. Und ja, da ist man einfach wieder drin. Und Seven Wonders Duel ist natürlich ein super Spiel. Bin mal gespannt, ob sie es weit genug verändert haben, dass man sagt, ja, hier ist genug Änderung drin, dass ich das lohnt, dass ich beide haben möchte. Mhm. Aber spannend. Das klingt sehr viel, also sieht wirklich sehr viel versprechend aus bislang. Ja, auf jeden Fall. Gut, ja, dann kommen wir auch schon zu Platz 2. Elke, Platz was hast zwei. Du da für uns? Ich habe die Blumenstraße. Nochmal ein Niederlande-Thema. Genau, Niederlande-Thema. Ja, also für mich quasi ein Must-Have aufgrund des Themas. Und
nicht nur das, wir haben uns vom Brettspiel-Dude, glaube ich, ein Video angeguckt, der hat es ein bisschen erklärt und gezeigt und so. Der hatte, glaube ich, ein paar Themen mit dem Spiel. Ich bin trotzdem total gehypt, muss ich zugeben. Es sieht wahnsinnig hübsch aus. Mhm. Und es hat interessante Mechanismen mit Windmühlenrädern, die man gegeneinander verschiebt und dadurch irgendwie Mechanismen oder Aktionen freischaltet. Und das sieht schon mal sehr cool aus. Und dann hat man Windmühlen-Miepel und verschiedenfarbige Tulpen, Zwiebeln und so. Also das sieht einfach schon mal richtig cool aus, das Ganze. Deswegen ist das natürlich optisch schon mal so ein Hingucker auf jeden Fall. Hat aber halt auch so dieses, also wir haben eine Tulpenfarm, wir müssen Windmühlen bauen und verbessern, wir müssen diese Tulpenzwiebeln erwerben und pflanzen und alles, was damit halt so zusammenhängt. Und ich finde es irgendwie total interessant, wie sich dieses Spiel dann entwickeln kann. Und ja, deswegen finde ich das auf jeden Fall, das muss angeschaut werden und wahrscheinlich auch gekauft werden. Mhm. Ja, eins der Spiele von Dani Garcia tatsächlich, die dieses Jahr rauskommen. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Barcelona, von ihm habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ich schon. Ah ja, okay. Ich habe es gespielt. Ja, wie findest du das? Ich fand es sehr gut. Ah ja, sehr schön. Man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten und am Anfang sitzt man davor und denkt sich, huh, was mache ich denn jetzt alles? Und dann, ich wusste nicht, von wem das Spiel ist, zugegebenermaßen, und war dann irritiert von, es gibt eine Serda-Leiste, auf der man irgendwie geht, und hat dann die Hälfte des Spiels gedacht, ich spiele einen La Serda, und dachte, nee, das kann eigentlich nicht sein, so kompliziert ist es nicht. Ja, da kommt dieses Jahr dann eine Erweiterung für. Okay. Und also was ich jetzt von ihm gespielt habe, war Arborea, also auch was mit Pflanzen. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Insofern die Blumenstraße schaue ich mir dann bei euch gerne mal mit an. Ja, nach den bisherigen Eindrücken scheint das auch so ein sehr gemütlicher Kenner zu sein. Also schönes Spiel für den Start in den Brettspieltag vielleicht. Bin, sag ich, und bei dem Thema drückt das so viele Knöpfe bei uns beiden zumindest. Ja. Wunderbar. Marcel, was hast du auf Platz 2 für uns? Ja, ich habe auf Platz 2 Happy Home. Nicht nur, wenn man sich gerade überlegt, irgendwelche Häuser zu kaufen und einzurichten, ist es vielleicht ein schönes Thema, dass man, also wir wollen was einrichten, ein Gebäude, mit vielen schönen Plättchen, also Polyomino Teile. Dabei gibt es dann Farbwertungen, wenn man die Räume gut eingerichtet hat. Man will die ganzen Kratzer natürlich schön mit Möbeln überdecken, wie man das im Altbau so macht. Also das hat mich sehr stark angesprochen. Also du hattest uns ja mal verplant und zugestellt gezeigt. Das geht in eine ähnliche Richtung. Was einen sehr schönen Mechanismus hatte, aber jetzt optisch noch starkes Potenzial gehabt hätte. Da ist diese Variante mit den Teilen, spricht mich da deutlich mehr an und ist von Dunson und Gilbert, unserem famosen Duo. Also die beiden haben schon einige Spiele gemacht, die mich sehr glücklich gemacht haben. Deswegen gucke ich mir das hier auf jeden Fall auch wieder an. Das reicht für mich auf jeden Fall auch schon aus, um sich das Spiel mal anzuschauen, weil die machen einfach tolle Spiele zusammen. Also unter anderem auch mein Lieblingsspiel aus dem letzten Jahr, die Gilde der erfahrenen Händler. Und also das ist tatsächlich auch ein Spiel, was von Dauer und Komplexität her nochmal Schritt runter ist. Also das ist nicht so heftig, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr, sehr hübsch wird. Ich finde auch tatsächlich den Drafting-Mechanismus sehr, sehr spannend. Also so das Klassische, wer jetzt hinten liegt auf der Leiste oder wer in der Reihenfolge gerade hinten liegt, ist als nächstes dran. Und wenn irgendjemand weit vorspringt, kann es sein, dass die anderen irgendwie ein, zwei Züge mehr machen. Mhm. Also das finde ich immer ganz spannend, weil man da so eine schöne Balance finden muss aus kriege ich jetzt das Plättchen, was ich unbedingt haben will, was mir vielleicht irgendwer anders wegschnappt. Mhm. Und verzichte ich dann dafür vielleicht auf irgendwie ein Plättchen mehr zu kriegen. Also das finde ich immer ganz spannend. Und ich bin mal gespannt, so wie die Abwechslung dann von dem Spiel auch ist. Weil letzten Endes, man richtet ein Haus ein mit verschiedenen Räumen und man will das Klo natürlich im Badezimmer haben und das Sofa im Wohnzimmer. Die Dusche in der Küche, wie es hier im Schwäbischen natürlich ist. Ach Gott, oh Gott, ja, da gibt es auch verrückte Sachen. Ja, sind wir mal gespannt drauf. Bei mir wird es auf Platz 2 deutlich größer. Und zwar kommt da das nächste große Expertenspiel von Hermann P. Milan, dem Autoren von Sabika und auch Bitoku. Und zwar Mennefer, ein Spiel, das diesmal im antiken Ägypten spielt. Und da kann ich tatsächlich nur sagen, wenn es ein, Regionsthema gibt, was mich ähnlich ansprechen kann wie Japan, dann ist es tatsächlich das antike Ägypten. Also das fand ich irgendwie als Kind schon spannend und deswegen freue ich mich riesig auf dieses Spiel. Bin mir auch ziemlich sicher, dass ich es mir dieses Jahr direkt mitnehmen werde. Es kommt halt erstmal nur auf Englisch raus.
bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es auch da wieder eine deutsche Version im nächsten Jahr geben wird, aber üblicherweise kamen seine Spiele jetzt immer erst mit einem Jahr Verzögerung auf Deutsch raus. Sabika habe ich tatsächlich extra ja gewartet, um es mir dann auf Deutsch zu holen, weil da war relativ viel kleiner Text auf den Karten drauf und ich habe jetzt zwar selber überhaupt gar kein Problem damit, es auf Englisch zu spielen, aber ich finde es trotzdem irgendwie ungeschickt, so wenn man dann halt irgendwo Leuten extra Stücke in den Weg wirft, um so ein Spiel dann zu spielen. Und tatsächlich bei dem Spiel, um die Anekdote noch abzuschließen, war es auch tatsächlich so, dass man im Original eine sehr thematische Schriftart genommen hat, die man aber schrecklich schlecht lesen konnte. Und das haben sie tatsächlich in der deutschen Version dann besser gemacht. Okay. Aber bei Man in Fair, das ist komplett sprachneutral auf den Materialien. Insofern wird das kein Problem sein. Ein Spiel, bei dem man Karten für die Aktionen ausspielt. Und wenn man so Hieroglyphen dann noch an diesen Karten zusammenbaut, dann gibt es noch so kleine Zusatzeffekte. Mhm. Und ansonsten geht es natürlich um den Bau von Sphinxen und Pyramiden, um den Fischfang und die Landwirtschaft am Nil. Man wird sich aber auch religiös betätigen und natürlich Mumien herstellen. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Gibt es bislang tatsächlich noch überraschend wenig Infos und Material, sage ich mal, zu sehen. Ich glaube tatsächlich zuletzt, Ben vom Brettspielblog hat da das erste Let's Play-Video überhaupt mal gemacht. Ich muss aber gestehen, dass ich so dreistündige Let's Plays mit Top-Down-Kamera jetzt nicht so gerne angucke. Deswegen habe ich mir jetzt nicht in Gänze angeschaut. Aber ich finde alleine auch die Farbpalette von dem Spiel ist super schick. Also vor allem halt nicht so dieses typische, okay, es ist irgendwie alles Sand oder so. sondern das sieht einfach auch richtig, richtig schick aus. Und Hermann P. Milan hat mich bislang wirklich in allen seinen Spielen begeistert. Also auch Bamboo, was jetzt kein Expertenspiel war, aber auch ein sehr nettes Spiel. Optisch auch sehr hübsch. Und deswegen bin ich mir bei Man in Fair sehr sicher, dass das auch wieder ein richtig cooler Titel wird. Ja, klingt gut. Dann läuten wir die Finalrunde auch schon ein. Yeah. Das ging schnell. Das ging schnell. Ja, wunderbar. So soll das sein. Dann müsst ihr auch jetzt nicht stundenlang uns zuhören. Außer ihr wollt uns stundenlang zuhören. Dann schreibt das in die Kommentare. Dann lade ich die beiden öfters mal ein. Sehr gerne. Gut, aber kommen wir zur Finalrunde. Ja. Ecke, was ist dein heiß erwartetes Spiel? Raising Robots. Ja, also habe ich schon mal gespielt auf dem Better Board Games Wochenende im Mai. Ah, ja. Hat es jemand dabei in der englischen Version mit, ich glaube, Kickstarter, mit, weiß ich nicht, Sonderausstattung und Pipapo. Das war wirklich sehr, sehr cool. Da gab es so richtig kleine Zahnrädchen und Gaffer-Tape und weiß ich nicht. Also endlich! Sehr, sehr endlich cool Gaffer-Tape gemacht. Im Brettspiel. Und also es ist ja, gab ja so ein kleines Ranking oder Rennen, sag ich mal, um den Flügelschlag-Nachfolger, sag ich mal. Und da gab es halt Schwingenschlag und Raising Robots. Und Schwingenschlag ist ja bei uns in der Runde nicht so richtig gut angekommen. Ich hab's auch wieder verkauft. Ja, Raising Robots dagegen hat mich sofort. Also ich habe ein kleines bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil der Anfang so ein bisschen, du musst erstmal verstehen, was du machen musst. Das fand ich da ein bisschen komplizierter. Sobald man es verstanden hatte, war es alles total logisch und lief dann richtig gut runter, weil man spielt 8 Runden und die meiste Zeit kann man parallel spielen. Das reduziert die Downtime extrem. Man muss halt am Anfang legt jeder seine Aktion und danach kann im Grunde jeder für sich machen, was er machen muss. Und dadurch wird es halt deutlich schneller. Ich habe noch nicht gesagt, was wir machen bei dem Spiel. Ja, wir sind Erfinder oder Erfinderinnen und versuchen, Roboter zu erfinden und die größte Sammlung der Roboter quasi am Tisch hinzubekommen. Und die Roboter sind alle wahnsinnig niedlich und sie haben auch noch sehr thematische Namen. Also es ist wirklich richtig cool gestaltet und hat mich einfach direkt angesprochen. Also Drachen sind nicht mein Thema, aber Roboter, muss man sagen. Und ja, diese ganze Kombination aus die Möglichkeiten, die man hat, die Karten, die man da auslegt. Und also das ist für mich ein absolut Must-Have. Das werde ich auf jeden Fall kaufen. Und die Ähnlichkeit zu Flügelschlag kommt ja daher, dass man da auch so Zeilen aktivieren kann. Ja. Genau. Je mehr Roboter man dann da in der Zeile gebaut hat, umso mehr Sachen kann man dann in der Zeile machen. Aber es ist anders, also anders genug, sage ich mal, als Flügelschlag, dass ich jetzt sage, okay, es ist jetzt nicht einfach nur Flügelschlag mit Robotern, sondern ich mache tatsächlich auch noch andere Dinge, auch wenn ich grundlegend natürlich die Roboter in Reihen auslege und das Tableau auf den ersten Blick durchaus Ähnlichkeit hat. Aber am Ende des Tages mache ich doch andere Sachen und dadurch fühlte es sich beim Spielen anders an
und hat mir richtig gut gefallen. Ja, man entscheidet, ich war auch bei der Partie dabei, man entscheidet immer, welche Aktion möchte ich machen. Mhm. Und abhängig davon, was die Spieler so tun, wird bei den anderen gegebenenfalls noch die Chance getriggert, dass die auch eine kleine Aktion noch mitmachen können. Mhm. Fand ich eine ganz hübsche Idee und wir sind halt Erfinderkinder in so einer Erfinderschule. Mhm. Und die haben auch alle individuelle Charaktere. Es gibt auch den kleinen Tesla, der so ein paar Blitze im Hintergrund hat. Also Cuteness Overload, wirklich. Ja, also ich habe richtig, richtig ja, schön. Und es fühlte sich halt auch wie ein schönes Spiel an. Also da kam, es macht einen sehr tollen Ersteindruck. Und das hätte ich wirklich gerne in meinem Regal. In unserem Regal. Das ging ja gut. Kommt ja jetzt auch in der deutschen Auflage. Da nochmal Entschuldigung an den Verlag, dass ich in meinem Überblicksvideo, das Spiel hatte ich da schon mit drin, weil ihr schon so ein bisschen davon geschwärmt hattet. Und da hatte ich den falschen Preis mit drin. Ja. Ich hatte es leider sehr viel günstiger dort angegeben, aber das passiert leider manchmal im Eifer des Gefechts. Insofern, diesmal solltet ihr unten den richtigen Preis sehen. Und ich bin auch gespannt. Also tatsächlich, meine Befürchtung wäre so ein bisschen gewesen, okay, es ist das nächste Spiel, was versucht, Flügelschlag zu sein, aber von dem, was ihr so erzählt, klingt das ja wirklich sehr gut. Und wenn das hier auf Platz 1 ist, werde ich das ja dann in Bälde bei euch ausprobieren können. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Sehr schön. Und Marcel, was kann man durch dich demnächst ausprobieren? Endeavor, die Tiefsee. Ah, ja. Zwei Autoren, Karl de Fischer. Also ich glaube, seine Instagram-Fotos kamen irgendwie alle aus Australien, Neuseeland, die Ecke, also so wahrscheinlich nur niederländischstämmig. Ja. Das war aber jetzt nicht der Grund, warum das Spiel von ihm und von Jared Gray bei mir gelandet ist. Ich habe leider das Original Endeavor verpasst, also aus irgendwelchen Gründen sind drei Versionen gelistet. Aber die eine war, glaube ich, nur ein Rebrand von der ersten oder so. Hm. Also es gibt ja dieses Endeavor Age of Sails, Sail. Genau. Ja. Im Gegensatz zu diesem Spiel sind wir jetzt in der aktuellen Zeit. Das heißt, wir wollen nicht mit Piraten durch die Gegend fahren, sondern wir wollen hier ins Meer hineintauchen, die Tiefsee wirklich erforschen auf 5 Ebenen. Es gibt verschiedene Aktionsarten. Wenn ich mich darüber informiert habe, hat das bei mir so starke Anak, ein abtauchendes Anak irgendwie Gefühl vermittelt, was wahrscheinlich auch daran liegt, es gibt halt auch Spezialisten, ich bekomme jede Runde einen, je nachdem, auf welcher der Leisten ich fortgeschritten bin, kann ich mir bessere Spezialisten holen oder habe mehr Aktionen. Die Spezialisten haben 2 Seiten, eine starke und eine schwache. Und da kann ich mir immer überlegen, welche Züge will ich machen, will ich jetzt tiefer tauchen, will ich weiter forschen. Da gibt es einige Möglichkeiten und das könnte ein sehr, sehr schönes Ding sein. Auf das Spiel bin ich auch unglaublich gespannt. Ich habe Endeavor damals, also weil das ist ja schon relativ lange her eigentlich, dass das rausgekommen ist, wenn ich mich nicht völlig irre. Ich weiß noch, ich fand das mechanisch super cool, aber ich habe tatsächlich geguckt, es ist 5 Jahre her, dass ich es gespielt habe. Ich kann mich tatsächlich an Details überhaupt nicht mehr erinnern. Aber wie gesagt, mechanisch richtig, richtig cooles Spiel, aber halt mit so einem völlig abgedroschenen Kolonialismus-Thema. Dass das Spiel besser gemanagt hat als andere Spiele, aber trotzdem. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie man da auch einige der Mechaniken jetzt rübergetragen hat. Thematisch finde ich, klingt das sehr spannend. Es gab zwar die letzten Jahre über schon so ein paar Spiele, wo es irgendwie um Tiefsee und Tauchen und so ging, aber ich habe trotzdem noch nicht so das Gefühl, dass das Thema allzu abgenutzt ist. Und deswegen bin ich da sehr gespannt darauf. Wobei, wir haben jetzt letztens auch erst Underwater Cities zusammen ausprobiert. Insofern, das Unterwasser-Thema verfolgt uns dann schon fast ein bisschen. Bei dem Spiel, ich finde ja schon alleine den Karton so cool, der halt wie so eine Kiste, die man so zuklemmen kann, ausschaut. So eine gelbe Kiste. Ich muss tatsächlich immer, ihr seht das jetzt natürlich nicht, aber ich muss bei Elkes Rucksack immer an diese Kiste denken, weil er ist halt auch dieses Gelb und kastenförmig genau, irgendwie. Ja. Ja. Genau, man hat da verschiedene Missionen, die man durchspielen kann. Je nach Quelle variierte die Anzahl so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das der Unterschied zwischen den Prototypen oder der ersten Kickstarter. Es gibt auf jeden Fall mehrere Missionen, ich glaube mindestens 8, vielleicht auch 10, wir werden sehen, wo man dann einiges zu entdecken hat, wo man dann verschiedene Varianten spielen kann. Man kann es kompetitiv und kooperativ spielen und das soll auch funktionieren. Da bin ich mal gespannt, wie das sich dann tatsächlich anfühlt, aber ja. Das, ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also da spiele ich bei euch auf jeden Fall mal mit. Das habe ich mir gedacht. Genau. Vielleicht treffen wir uns dann ja mal wieder zu einem Video und erzählen euch dann, wie es war.
was wir tatsächlich gekauft haben. Genau. Dann komme ich mal zum letzten Titel für heute. Und das ist Saltfjord von Christian Amundsen Özby und Eilif Svensson. Also nochmal einer von den Svenssons. Kein Japan-Thema auf Platz 1. Ja, es ist wirklich erstaunlich. Das liegt aber vielleicht auch ein Stück weit daran, dass ich Let's Go to Japan schon im Kickstarter mir geholt habe. Das wäre es sonst wahrscheinlich gewesen. Ja. Ich weiß nicht. Also das Spiel ist schon super. Also das ist wirklich toll und super schön. Aber ja, doch, es wäre wahrscheinlich auf Platz 1 gelandet. Man muss so ehrlich sein. Machen wir uns nichts vor. Ja, genau. Okay, aber du hast es schon, also es ist jetzt Saltfjord. Ja, genau. Also Saltfjord, tatsächlich auch der Nachfolger von einem Spiel, das ein fürchterliches Kolonialismus-Thema hatte und das zudem auch noch wirklich hässlich war in großen Teilen des Spiels. Santa Maria war das von den gleichen Autoren und man übernimmt hier tatsächlich auch so diesen Kernmechanismus. Mhm. Wir sind diesmal nämlich in einem Setting, wir sind so in einem norwegischen Fjord, wo jeder Spieler und jede Spielerin so ihr eigenes Fischerdorf hat, wo man halt seit Generationen vom Fischfang gelebt hat und da verändert sich jetzt so ein bisschen was und man muss das eigene Dorf ausbauen mit Gebäuden und das Spannende ist dann nämlich, man kann, je nachdem in welcher Runde man sich befindet, kann man mehrere Würfel im Laufe der Runde draften und damit die Zeilen und Spalten, die man da in diesem Dorf gebaut hat, aktivieren und umso mehr man da reinbaut, umso mehr kann man halt eben auch machen, muss aber auch darauf achten, weil diese Würfel bleiben quasi immer auf dem letzten Feld, das sie aktiviert haben, liegen. Und damit kann man sich das natürlich dann auch gegenseitig blockieren. Und das fand ich bei Santa Maria schon großartig, also mega spannender Mechanismus. Und jetzt bei Saltfjord in einem thematisch viel interessanteren und netteren und auch optisch viel netteren Gewand klingt das richtig gut. Und ja, wir haben Rado schon ein paar Mal erwähnt. Der hat da letztens seine Videos zu veröffentlicht und der hat für sich gesagt, das ist aktuell, wäre das ein Spiel des Jahres. Und das ist natürlich schon sehr viel Lob für das Spiel und ich finde, es sieht mega spannend aus und auch bei diesen Autoren habe ich eigentlich nie Bedenken, dass da was Schlechtes mal rauskommt. Also letztes Jahr das von den Svenssons hat mich nicht so fürchterlich interessiert, weil es eher so ein Rennspiel war. Footprints war das. Aber also der Christian Amundsen Özby ist, glaube ich, auch bei Revive als Autor mit dabei gewesen. Also da weiß man auf jeden Fall auch, da hat man Leute, die wissen, wie man Spiele macht. Ja. Und deswegen auf Saltfjord freue ich mich riesig. Das ist absoluter Pflichtkauf und das werde ich mir auf der Messe dann auch direkt mitnehmen und dann auch mal bei denen wieder vorbeigehen und mir das signieren lassen. Also ein kleines Schwätzchen halten. Also wie gesagt, einfach sehr nette Menschen. Mhm. Cool. Genau. Habt ihr euch das schon angeguckt? Nö. Das Cover habe ich mir angeschaut und das ist großartig. Ja. Inzwischen sind ja schon wieder 1000 Spieler auf dieser Liste drauf. Also ich gucke da ständig mal durch und war wahrscheinlich auch noch nie so gut informiert jetzt für die Messe. Aber und wir haben ja kennen ja Norwegen. Also wenn man da 6 Wochen verbringt, 5 Wochen Regen können schon mal passieren. Also da muss man... Ich bin gespannt, ob das thematisch... Du meinst, Regen kommt im Spiel vor? Bestimmt eine Regenphase, wo... man eher Fisch fängt als baut oder so, wer weiß schon. Also ich wäre durchaus bereit, so eine Sprühflasche zu kaufen, um dich regelmäßig einzunebeln, während wir das spielen. Dann bekommst du aber auch so eine kleine... Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein schönes Spiel. Genau, nee. Du darfst nass werden, aber das Spiel nicht. Ich fotografiere das dann. Danke. Ich nehme es auf. Gut. Okay, ja, das waren sie, unsere vermuteten Highlights für die Spiele 2024. Wir werden dann auch in ein paar wenigen Wochen wissen, wie es dann damit auch ausgeht. Wir sind schon sehr gespannt alle. Also ich freue mich riesig auf die Messe. Es werden wieder 4 ganz, ganz großartige Tage. Ihr werdet ja auch da sein. Selbstverständlich. 4 Tage. 4 Tage dieses Mal zum ersten Mal. Ja. Yeah. Schönes Jahr, ist ja wenig großartig. Großes Jahr, habe ich gehört, mit dem Brückentag und dem Freitag. Ja, das da habe ich auch schon, da habe ich Angst vor. Also normalerweise, also ihr habt vielleicht schon das Video von Philipp und mir gesehen mit den Tipps zum Messebesuch. Normalerweise ist ja so, der Freitag ist ja etwas entspannter, weil so da die Leute, die sich einen extra Urlaub nehmen, halt nicht da sind. Aber dies Jahr mit Donnerstag Feiertag, Freitag dann Brückentag. Das könnte richtig voll werden. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es wird wieder ein Fest und mal schauen. Wir werden bestimmt auch mal 1, 2 Sachen zusammen ausprobieren. Definitiv. Genau. Der Philipp wird auch dabei sein und mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich es technisch eingerichtet bekomme, aber vielleicht machen wir dann auch die große Viererrunde hier im Nachgang zur Messe. Mhm. Aber wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das jetzt hier mit dem Dreiersturm der Brettspiel macht gefallen hat. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß und sage ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr heute dabei wart.
Sehr Danke gerne. Für die Einladung. Genau, und ja, damit kann ich nur noch sagen, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Daumen hoch da. Das wäre sehr schön. Und falls ihr noch nicht dabei seid, auch gerne ein Abo für den Kanal. Das würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder uns natürlich auch gerne selber mal sagen wollt, worauf ihr euch am meisten freut bei der Spiel 2024, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Video. Folgt mir doch auch mal bei Facebook, Instagram, Blue Sky oder Twitter bzw. X. Und da poste ich nämlich eigentlich so ziemlich täglich irgendwie Sachen zum Brettspielen und Sammelleidenschaft. Und bis man sich dann beim nächsten Video oder vielleicht jetzt dann auch bald auf der Messe sieht, sage ich bis bald und ciao. Tschüss.